Nach 20 Sekunden freien Fall aus 760 Meter Höhe prallt eine Masse auf dem Planeten Mars, dessen Durchmesser 6787 Kilometer beträgt. Berechne die Masse und die Dichte des Mars. Hier ein Modell der Situation. Die Zeit t beträgt 20 Sekunden, die Höhe h beträgt 760 Meter und der Durchmesser vom Mars beträgt 6787 Kilometer, das heißt 6.787.000 Meter. Natürlich ist hier diese Höhe sehr übertrieben. Die Zeichnung ist so nicht im Maßstab. Wir müssten die Höhe eigentlich viel, viel kleiner zeichnen, aber dann sehen wir nichts mehr. Lassen wir also unser Modell so. Gefragt wird die Masse vom Mars, die wir in Kilogramm ausdrücken, und die Dichte vom Mars, die wir in Kilogramm pro Kubikmeter ausdrücken. Um die Masse vom Mars zu finden, gehen wir wie gewöhnlich vor. Wir schreiben, die Gewichtskraft von dieser Masse ist gleich zur Gravitationskraft, das heißt zur Marsanziehungskraft. Zur Gravitationskraft nutzen wir diese Formel von Newton und zur Gewichtskraft setzen wir diese Formel ein, aber dazu bräuchten wir die Fallbeschleunigung auf Mars. Die kennen wir nicht, die werden wir also zuerst bestimmen und das durch diese Formel vom freien Fall. Die Höhe ist gleich zur Fallbeschleunigung vom Mars mal das Quadrat der Zeit geteilt durch 2. Also ist die Fallbeschleunigung auf Mars gleich 2 mal h auf t Quadrat. Wir ersetzen h durch 760 und t durch 20. Und somit finden wir, dass die Fallbeschleunigung auf Mars 3,8 Meter pro Quadratsekunde beträgt. Das ist keine Endantwort, halten wir diesen Wert als Zwischenantwort hier fest. Jetzt machen wir weiter mit dieser Gleichheit, also so. Wir erhalten diese Gleichheit, die wir sofort durch die fallende Masse m kürzen können. Und somit ergibt sich, dass die Masse vom Mars gleich ist zur Fallbeschleunigung auf dem Mars mal Radius im Quadrat geteilt durch Groß G. Jetzt ersetzen wir die Fallbeschleunigung vom Mars durch 3,8, den Radius durch die Hälfte von diesem Durchmesser und die Gravitationskonstante Groß G durch 6,67 mal 10 hoch minus 11. Somit erhalten wir diese Rechnung und das führt zu ungefähr 6,56 mal 10 hoch 23. Somit haben wir gefunden, dass die Masse vom Mars ungefähr 6,56 mal 10 hoch 23 Kilogramm beträgt. Jetzt noch die Dichte vom Mars. Um die herauszufinden, nutzen wir natürlich diese Formel der Dichte. Die Dichte Rho ist gleich zur Masse geteilt durch den Rauminhalt oder das Volumen V. Also die Dichte vom Mars, das ist die Masse vom Mars geteilt durch das Volumen vom Mars. Wir modellieren Mars durch eine Kugel und somit können wir sein Volumen berechnen durch 4 Drittel mal Pi mal Radius hoch 3. Also ergibt sich so, dass die Dichte vom Mars gleich ist zu 3 mal die Masse vom Mars geteilt durch 4 mal Pi mal Radius vom Mars hoch 3. Wir ersetzen die Masse vom Mars durch 6,56 mal 10 hoch 23 und den Radius vom Mars durch die Hälfte von diesem Durchmesser. Somit ergibt sich diese Rechnung und die führt ungefähr zu 4 mal 10 hoch 3, was also bedeutet
dass die Dichte vom Mars ungefähr 4000 Kilogramm pro Kubikmeter beträgt.